Moin da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Ihr seid ihr bei Boardgame Panther, der Brettspielkanal. Ich bin Chris und ja, ich freue mich, dass ihr einschaltet bei meiner neuen Gespielt-Folge. Ich kam, sah und spielte Nummer 6. Ja, es geht um den März, was ich im März alles so gespielt habe. Es sind ja stolze 27 Spiele, verschiedene Spiele zusammengekommen im März. Das war auch etwas schockiert, als ich meine BG Stats App aufgerufen hatte. Ja, ich habe mal wieder 10 Spiele davon rausgesucht. Werde ein bisschen drüber quatschen, ein bisschen, ja, wie sie mir gefallen, ein bisschen, worum es geht und so weiter. Es sind ja einige Neuheiten dabei, aber auch der eine oder andere Klassiker. Ja, und erstmal, ich habe 27 Spiele und ich habe jetzt ja quasi nur 10 rausgesucht. Da würde mich mal interessieren, ja, möchtet ihr mehr von solchen gespielt folgen, wenn es irgendwie, sollen es irgendwie in einer Folge mehr Spiele sein oder soll ich ja mehr Spiele auf mehr Folgen aufteilen? Schreibt doch gerne mal in die Comments, wie ihr ja das am besten seht und am besten mögt. Ich finde so 10 Spiele in einem Video eigentlich ja, relativ gut, kann man relativ flott durchexerzieren und ja, aber mich interessiert natürlich eure Meinung dazu. Schreibt doch gerne in die Comments. Vielleicht kann man da noch so die eine oder andere Anpassung machen an dem Format. Mal sehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Spiel 1 an. Spiel Nummer 1 ist dieses Super Skill Pinball Forcade beziehungsweise Flippermania. Das Spiel ist ein Roll-and-Ride-Pinball-Game. Also wir haben hier quasi ja einen Flippertisch vor uns, mit den wir mit einem ja, Stift bemalen können, mit so einem abwischbaren Stift. Und dann versuchen wir unsere Flipperkugel, die aus so einer kleinen Halbkugel besteht, ja, zwischen den einzelnen Teilen des Flippers so hin und her zu schieben und simulieren dann sozusagen ja so ein Flipperspiel. Also man muss sich das so vorstellen, die Kugel kommt oben rein und dann ja, fällt sie wie in so einem Flipper, in so einem richtigen Flipper so langsam nach unten und kann auf dem Weg nach unten ja verschiedene Sektoren treffen, also verschiedene Boni auslösen, die dann ja hier sozusagen durch Ankreuzen ja, aktiviert werden, sag ich mal. Und es funktioniert dann so, dass man immer 2 Würfel hat, die werden immer ja, gewürfelt und dann darf man sich eine von Zahl von diesen beiden Augenzahlen auswählen und darf dann das entsprechende Feld in dem Sektor, in dem man ist, beziehungsweise immer einen Sektor tiefer, weil die Kugel ja nach unten fällt, ankreuzen. Und wenn man dann unten angekommen ist, dann muss man sich auch wieder durch den Würfel, also durch die Augenzahl des Würfels, die geworfen wurde, ja entscheiden, möchte man die Kugel dann sozusagen ja auf den linken Flipper oder auf den rechten Flipper. Ich glaube, die heißen so diese Dinger, die man immer so hochdingsen kann. Ja, möchte man die Kugel auf den linken oder auf den rechten irgendwie fallen lassen oder hat man vielleicht auch gar kein Feld mehr frei und die Kugel geht dann ins Aus und man muss dann mit der nächsten Kugel weitermachen. Da kann man sich entscheiden und dann gibt es ja 4 verschiedene Tische, glaube ich, sind das, die dann ja verschiedene Sektoren mit verschiedenen Boni haben. Also zum Beispiel der erste Tisch, da gibt es dann ja oben so eine Reihe, wo man so einen Skillshot freischalten kann. Da kann man dann einmalig einfach einen Würfelwurf ändern zu der Zahl, zu einer beliebigen Zahl, die man dann vielleicht für den Skillshot angekreuzt hat. Oder es gibt so Bumper, wo der dann immer ja, hin und her zwischen den Bumpern die Kugel irgendwie immer springt und wenn man dann alle Bumper ausgelöst hat, dann werden die alle wieder resettet und alle wieder frei und dann kann man immer wieder weitermachen und so fort. Oder es gibt so Enten, die man abschießen kann, wenn man da alle 3 Sektoren oder alle 4 sind das, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr so genau, voll hat, dann kriegt man auch noch irgendwie so einen Boni. Dann kann man sich zum Beispiel so einen Multiball aussuchen und plötzlich hat man dann 2 solche Kugeln, die man dann auf beide Würfel immer aufteilen muss, kriegt auch dann irgendwie noch Bonuspunkte bei den Bumpern und so weiter und so fort. Ja, und dann trägt man die ganze Zeit eigentlich, jedes Mal, wenn man einen so ein, ja, irgendwas aktiviert hat, also nach jedem Würfelwurf im Grunde genommen, trägt man sich dann die Punkte auf so ein extra Sheet ein, da muss man so Kreuzchen machen. Und ja, tatsächlich finde ich das Spielgefühl, es kommt dem ja, richtigen Flippern schon einigermaßen nah, das haben sie, finde ich, ganz gut gelöst, auch so dieses, dass man dann ja verschiedene Boni kriegt und dieses mit diesem Multiball und dass man auch, es gibt noch so eine Funktion, da kann man dann tilten. Also das ist ja, wenn man
irgendwie den Tisch zu sehr anstößt im richtigen Flipper, dann blockieren alle Flipper und alle Boni und die Kugel rollt dann einfach nur noch runter. Das kann man hier auch machen, indem man so eine Art Glücksspiel macht. Also es gibt so Chancen, dass man den Würfel, der gewürfelt wurde, dass man den noch irgendwie erhöht oder erniedrigt um eine bestimmte Zahl und dann muss der nächste Würfelwurf aber eine bestimmte Augenzahl haben, damit es sozusagen nicht zu diesem Tilt kommt. Ist auch ganz witzig gemacht, finde ich. Ja, das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört an dem Spiel, ist, dass es eine ganz schöne Sauerei ist, also Schmiererei. Ich habe von einigen gehört, dass sie auch Probleme hatten, wenn sie die Kugel so rumgeschoben haben, dass sie dann irgendwie ihre Kreuze verschmiert haben und so. Das ging mir nicht ganz so. Ich fand, dass das geht einigermaßen. Man muss die Kugel ja auch nur ungefähr irgendwo hinlegen, damit man weiß, an welchem Sektor man ist. So super genau auf die Kreuze muss man es halt nicht legen. Aber ich finde, dass ich andauernd Punkte eintragen muss und dann so eine riesige Liste von Xen habe mit diesem Stift und dann muss ich, wenn ich irgendwie über 100 bin, dann muss ich die alle wieder wegwischen. Und also da kommt schon ganz schön viel von diesen, ja, von diesen Restbeständen von diesem Stift irgendwie, auch wenn man das wegwischt, zum Tragen und dann hat man das halt auf dem Tisch rumliegen oder rumfliegen. Das finde ich nicht so schön. Aber tatsächlich weiß ich auch nicht, wie man es hätte besser lösen können. Deswegen will ich da eigentlich auch gar nicht dran rummäkeln groß. Ich finde es ein ganz, ganz schönes Spiel. Ich finde es mal was anderes. Ist tatsächlich auch, glaube ich, eher was man ja eher solo spielt. Also tatsächlich, wenn man das mit mehreren spielt, man hat eigentlich keine Interaktion miteinander. Jeder fokussiert sich so ein bisschen auf seinen Flipper und einer würfelt halt immer. Und es ist eigentlich angenehmer, das solo zu spielen, weil man da ja selber würfeln kann. Man weiß selber, wann man irgendwas angekreuzt hat, weil irgendwie auf die ganzen Leute immer warten bis zum nächsten Wurf. Das dauert irgendwie zu lange und man würfelt halt wirklich sehr oft und es kann einfach wirklich auch schon länger dauern, irgendwie eine halbe Stunde und dann irgendwie alle 10 Sekunden würfeln. Da braucht man ein bisschen Ausdauer. Vergisst man sicherlich auch mal ab und zu den einen oder anderen Punkt aufzuschreiben, aber irgendwann hat man da so ein bisschen Routine und dann kommt man da rein. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, einfach ein gutes Highscore-Spiel. Also kann mir das auch sehr gut als App vorstellen, als App-Umsetzung. Das funktioniert bestimmt auch richtig cool, weil es dann einfach nur darum geht, die richtige Highscore zu knacken oder die große Highscore zu knacken, so ähnlich wie das dann auch irgendwann bei Ganz schön clever und so weiter ist. Aber ein schön thematisches Spiel, finde ich. Macht Spaß. Wenn man ja ein bisschen was anderes haben will als diese sehr abstrakten Roll and Rides, der kann sich ja mal hier so ein Flipper-Ding angucken. Schönes Ding auf jeden Fall. Spiel Nummer 2, was ich euch zeigen wollen würde, was ich letzten Monat gespielt habe, ist Everdell. Everdell, ja, lang hat es gedauert, bis es dann endlich auf Deutsch draußen war. Nun ist es bei Pegasus Spiele endlich erschienen, auch inklusive noch der Pearlbrook-Erweiterung, wobei da scheiden sich ja die Geister, ob das nicht ein bisschen, ja, frech ist vom Preis her, aber wie ich gehört habe, kann da Pegasus Spiele auch gar nichts für, weil sie es quasi nur vertreiben. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen über Everdell kurz reden. Everdell ist sicherlich eins der hübschesten Spiele, vom Spielmaterial und vom Artwork und so her, was jetzt im Moment in meinem Regal steht. Und was machen wir bei Everdell? Everdell, wir sind in so einer Tierwelt und versuchen hier eine Stadt aufzubauen. Und das machen wir aus so einer Mischung aus Worker Placement und, ja, was ist das? Backbuilding. Oder, ja, kann man so ausdrücken. Also wir, zum einen haben wir ja Worker, die wir auf verschiedene Felder einsetzen können, um ja Ressourcen zu sammeln oder vielleicht Karten zu ziehen. Und auf der anderen Seite versuchen wir gleichzeitig vor uns eine Stadt von 15 oder bestehend aus 15 Karten zu bauen. Und das sind dann ja entweder sind das Bewohner der Stadt, also verschiedene Tierwesen, oder es sind verschiedene Gebäude, sowas wie eine Schule oder wir können auch einen Friedhof bauen oder wir können einen Architekten einstellen oder irgendwelche Sachen zum Farmen, irgendwie eine Farm oder sowas bauen.
Und ja, wir versuchen dann ja diese Karten auszuspielen, die uns dann auch verschiedene Boni bringen. Die zum einen können das neue Aktionen sein, die wir da freischalten, zum anderen können das Siegpunkte sein. Es können aber auch das Produzieren von Ressourcen sein in dann bestimmten Phasen. Und ja, so versuchen wir uns einen schönen Mix von diesen Gebäuden und Wesen als Stadt aufzubauen mit maximal 15 Karten in der Auslage. Oder 15 Kartenplätzen, sag ich mal, weil es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Karten auf einen Platz zu legen. Und ja, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes, ja, auch ein kleiner Engine-Builder auch, würde ich sagen, weil man, es gibt, das Spiel wird in verschiedenen Jahreszeiten gespielt und in den ersten Jahreszeiten hat man nur sehr wenige Worker zur Verfügung und auch kaum Produktionsgebäude. Und dann, wenn man dann in die nächste Jahreszeit wechselt, dann kann es sein, dass man ja wieder seine ganzen Produktionsgebäude einmal benutzen kann und dann produzieren kann und dann kann man nochmal Rohstoffe sammeln. Also wirklich nur ganz leichtes Engine Building, würde ich sagen, da man jetzt nicht so eine riesige Engine aufbauen kann, die dann am Ende irgendwie unfassbare Mengen an Ressourcen oder so produziert, aber es ist schon ja, leichtes Engine Building. Und ja, das Spiel ist, also ich finde, es ist ein bisschen eigen, finde ich, dadurch, dass jeder Spieler zu jeder Zeit die nächste Jahreszeit ziehen kann und dadurch, dass ja, man dann am Ende kann es halt sein, dass ein Spieler noch spielt und die anderen sind aber schon durch und je nachdem, wie es halt bei den Spielern läuft und es ist auch ein bisschen glücksabhängig, was so die Karten angeht und so, weil es da doch sehr, sehr starke Kombinationen gibt in meinen Augen. Aber ich glaube, für den ja, sagen wir mal, Kennerspieler ist es vollkommen in Ordnung. Also der Expertenspieler, der hier versucht, irgendwie alles rauszuholen, der wird vielleicht ein bisschen, ja, manchmal verzweifeln daran, dass es einfach auch manchmal, ja, ein bisschen glückslastig ist. Aber derjenige, der, ja, ein schönes Kennerspiel spielen möchte, was auch noch einen kleinen Glücksfaktor hat, wo man aber trotzdem viel rausholen kann durch coole Kombinationen, ja, der ist hier auf jeden Fall gut bedient. Und ich glaube auch, also mit diesem Pappbaum und mit diesen super schönen Ressourcen, da gibt es so Beeren, das sind so kleine Gummiressourcen und ja, das Holz und so schöne kleine Holzstämme und so weiter und die Karten sehen einfach richtig, richtig genial aus. Das macht schon was her. Also ich finde, es ist ein richtig, richtig schönes Spiel und ich finde, es macht auch Spaß. Deswegen, ja, wollte ich euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. So viel zu Everdale. Ja, und jetzt das Spiel Nummer 3 ist auf jeden Fall ein richtiger Klassiker. Und zwar Love Letter. Love Letter für 2 bis 4 Spieler ist das Spiel, ist ja ein Deduktionsspiel. Erschien bei Pegasus Spiele von AEG im Original. Seiji Kanai ist der Autor. Ja. Also es ist ein richtiger Deduktionsklassiker, den ich auch, glaube ich, so, wenn ich es im Regal gesehen hätte, einfach nie drauf gekommen wäre, dass das ein cooles Spiel sein kann, weil die Aufmachung ist einfach, ja, schrecklich und keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, aber es hat halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und was machen wir bei Love Letter? Bei Love Letter ist super einfach, es gibt eine Handvoll Karten. Ja, es sind verschiedene Personen, die quasi verschiedene Fähigkeiten haben. Also wir haben sowas wie den Baron oder wir haben die Wächterin oder den Prinzen oder den König und so weiter und so fort. Und jede Karte hat dann halt eine bestimmte Fähigkeit. Also zum Beispiel die Wächterin, da kann man Karten von anderen erraten, also quasi Tipps abgeben. Es gibt irgendwie so eine, was ist das, der Baron, der Handkarten vergleichen kann mit einem anderen Spieler. Der König, der kann Karten tauschen und so weiter und so fort. Und es ist ein reines Elimination-Spiel. Also der Zug läuft so ab, man hat eine Karte auf der Hand, dann zieht man eine Karte vom Stapel, dann hat man quasi 2 Karten auf der Hand und dann muss man eine Karte spielen und den Effekt ausführen. Und ja, das ist es eigentlich. Und das macht man reihum und dann versucht man halt so ein bisschen rauszufinden, ja, was könnte denn mein Gegner haben? Also zum Beispiel, wenn ich eine Wächterin spiele, dann errate ich, dass mein Gegner irgendwie vielleicht einen Prinzen hat. Und wenn er dann wirklich den Prinzen hatte, dann muss er den Prinzen ja wegwerfen und dann ist er halt raus. Oder es gibt zum Beispiel die Prinzessin. Da ist es so, man verliert sofort, also man scheidet sofort aus, wenn man die Prinzessin ablegt. Das heißt,
wenn ich eine Prinzessin habe und jemand sagt zum Beispiel, ja, du musst die Karte ablegen und eine neue ziehen, was mit dem Prinzen hier möglich ist, dann verliere ich auch und dann scheide ich auch aus dem Spiel aus. Und so ist das halt ja wirklich ein sehr, sehr cooles und schnelles Deduktionsspiel, was richtig Spaß macht, was man einfach auch viele Runden hintereinander spielen kann. Super einfach erklärt mit diesen Karten. Man nimmt einfach eine, spielt sie aus, auf den Karten steht eigentlich alles drauf. Was man wissen muss, es gibt noch so eine Übersichtskarte, wo drauf steht, ja, wie viele Dinger es gibt, wie viele Karten und wie viele von diesen Personen es gibt und was die dann alles können. Und ja, das ist es. Und ich habe das jetzt schon mehrmals auch mit Nichtspielern gespielt und es ist einfach jedes Mal richtig, richtig gut angekommen. Das Spiel hat schon seine Jahre auf dem Buckel und ich finde, in letzter Zeit habe ich wenig Videos gesehen, in denen das vorkommt. Deswegen dachte ich mir, stelle ich euch das nochmal vor. Falls ihr vielleicht irgendwie neu ins Hobby gekommen seid und das noch nicht kennt, dann ist das auf jeden Fall einen Blick wert, wenn ihr es irgendwo kriegt. Ich habe es mir damals auch gebraucht gekauft. Wer also mal so ein richtig cooles Deduktionsspiel haben will, der soll sich auf jeden Fall mal Love Letter angucken, denn ja, lohnt sich auf jeden Fall. Spiel Nummer 4 ist Robin Hood. Ja, auch ich habe Abenteuer des Robin Hood gespielt und es sind ja alle unfassbar begeistert von diesem Spiel. Und ich dachte, eine Rezension möchte ich eigentlich nicht drüber machen. Dafür habe ich es auch einfach noch nicht, ich habe es noch nicht durchgespielt und ich würde auch, glaube ich, nur eine Rezension machen über so ein storylastiges Spiel, wenn ich es durchgespielt habe. Aber ich kann ein bisschen was vermitteln, weil ich ja glaube, ganz gut zu verstanden zu haben, ja, wie das Spiel läuft und was so die Vor- und Nachteile sind. Und Robin Hood. Er ist relativ neu, erschienen beim Kosmos Verlag von Michael Menzel, von dem auch gleichzeitig die Illustrationen sind. Und wir spielen hier in Robin Hood eine Geschichte nach. Und beziehungsweise, ja, es sind mehrere Kapitel, die wir spielen, immer so nach und nach. Ein Spiel dauert vielleicht so, ja, so eine Stunde oder so, ein Kapitel. Und man spielt auch nicht alle Kapitel durch, sondern man, je nachdem, wie man ein bestimmtes Kapitel abschließt, verzweigt sich das dann so in zwei Stränge. Also das heißt, wenn man das einmal komplett durchgespielt hat, kann man dann nochmal versuchen, irgendwie diesen anderen Strang zu spielen. Das gibt so ein bisschen Wiederspielwert wahrscheinlich. Und es ist halt ganz, ganz nett gemacht. Es gibt so ein riesiges Buch dazu, wo man dann ja mal hin und her blättern kann, je nachdem, wo man gerade im Kapitel steckt. Und das sagt einem dann einfach, es treibt die Story voran und je nachdem, wie man sich dann im Spiel für irgendwelche Dinge entscheidet, kann man dann da nachlesen, was quasi passiert. Und das Spielbrett, ja, das besteht im Grunde genommen aus einem so einem, ja, zusammengepuzzelten Spielplan, in dem ja so ein bisschen Wald zu sehen ist und dann ist da so eine Burg und dann sind da Leute, dann sind da so Plättchen, die kann man immer umdrehen im Laufe des Spieles. Und das Einzige, was man eigentlich so an Regeln kennen muss, ist am Anfang, wie man sich bewegt. Denn das finde ich ganz witzig gemacht. Das ist so ein bisschen Tabletop-Style, dass man so verschiedene Bewegungsfiguren, die kann man so aneinanderlegen. Und dann kann man sich sozusagen immer anhand dieser Bewegungsfiguren entlang hangeln und sich dann so quasi von einer Position zur anderen bewegen. Und da darf man dann nicht über Bäume laufen, nicht über Steine und nicht über Häuser und so weiter, sondern halt wie als wenn man sich so in dieser Welt bewegen würde. Und tatsächlich, ja, es macht schon Spaß irgendwie das Spiel und die Story ist so okay, sag ich mal. Also es ist so dieses, ja, typische Robin Hood, also was man halt irgendwie, keine Ahnung, guckt euch den Robin Hood mit Kevin Costner an, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht, so einigermaßen. Bei mir bisher zumindest. Und ich finde es ein bisschen mit dem Buch, das finde ich auch ganz, ganz gut gelöst. Allerdings finde ich es manchmal auch ein bisschen aufwendig, immer in diesem Buch zu blättern. Tatsächlich ist es, glaube ich, schlau, wenn man, es wird immer gesagt, immer wenn jemand irgendwas macht und irgendwas untersucht, dann soll irgendjemand anders ihm das sozusagen vorlesen im Buch. Aber dadurch gibt man halt das Buch die ganze Zeit weiter. Das finde ich auch ein bisschen doof. Und da sind zwar so Lesezeichen drin, aber dann ist es immer mit diesem Aufklappen und wieder einklappen und die Seite suchen und hier und da. Es sind ja doch schon ein paar Seiten in dem Buch. Und
ja, das ist ein bisschen nervig und auch mit dem Beutel. Und dann muss man den Beutel immer rumgeben und da immer so Scheiben ziehen, je nachdem, wer dann dran ist. Und ja, es sind so ein paar Sachen, die ich ein bisschen anstrengend fand. Und die Plättchen, die man da in das Spielfeld immer rein und raus macht und immer umdreht, tatsächlich ja, sind die bei mir irgendwie auch schon nach dem dritten Spiel auch so ein bisschen abgeknubbelt gewesen. Also ich habe es jetzt, wie oft haben wir es gespielt? 5 Mal oder so. Und nach dem dritten dachte ich schon so, oh, okay, das wird, wenn ich es durch habe, nicht mehr so gut aussehen, dass ich das irgendwie vielleicht weitergeben kann. Also das fand ich, die haben dann, das ist sehr passend. Also da fällt nichts raus, weil die wirklich sehr, sehr fest sitzen. Aber das führt halt auch dazu, dass man immer mit den Fingern ja so da runterkommt und das auch immer so langsam so ein bisschen abknibbelt. Das fand ich leider auch nicht so schön. Insgesamt ist das aber ja eine schöne Familiengeschichte, würde ich sagen. Ist halt nicht viel Spiel, sag ich mal. Es ist immer relativ klar, was man machen muss, wo man hingehen kann. Aber trotzdem hat man so ein paar taktische Überlegungen, die man machen kann. Will ich jetzt die Wache noch überwältigen oder nicht? Oder will ich mir das noch angucken oder nicht? Oder habe ich da überhaupt keine Zeit für und so? Und ich glaube auch nicht, dass man da so durchreiten kann. Also es kommt sicherlich auch mal vor, dass man die eine oder andere Geschichte dann nochmal spielen muss. Und dann hat man halt schon ein paar Vorkenntnisse, aber tatsächlich ändern sich dann auch manche Sachen, wenn man das zweite Mal spielt, sodass es dann quasi nicht eins zu eins nochmal das gleiche ist, was man dann nur versucht irgendwie ja durchzurödeln. Und ja, es ist auch so ein gewisser Spannungsfaktor dabei, dadurch, dass man immer ja so eine Scheibe aus dem Beutel zieht und dann ist halt jemand dran, je nachdem, welche Scheibe man da gezogen hat. Das heißt, es ist dann auch nicht so eine feste Reihenfolge, die man dann irgendwie bis zum Ende quasi, wo man sich dann alles ausrechnen kann, ob das jetzt noch klappt oder nicht. Da gibt es dann auch mal die Situation, dass man einfach Glück haben muss, dass der Gegner jetzt gerade nicht dran ist. Und dann klappt das und dann freut man sich und das ist auch ganz cool. Ja, definitiv ein schönes Spiel. Ich finde es ein bisschen overhyped, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir viele Videos angeguckt von ja, YouTube-Kollegen, die das irgendwie bis in den Himmel loben. Ja, ich find's ein gutes Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das absolute Top-Spiel des Jahres ist es für mich nicht. Aber ja, wer auf so ja, kooperative Geschichten steht, der ja, kann hier gerne mal reingucken. Ist definitiv was für Familien. Ja, schöne Sache. Spiel Nummer 5, was ich euch gerne einmal zeigen würde, ist Rift Force. Rift Force ist ein Zwei-Spieler-Spiel, was jetzt vor kurzem bei Asmodee im Vertrieb auf Deutsch rausgekommen ist. Autor Carlo Bortolini und von One More Time Games. Und hier sind wir, ja, wir sind irgendwie so eine Zusammenkunft ja, von irgendwelchen Gilden und haben dann so Beschwörer und können Elementare beschwören. Und das machen wir, weil es so einen Rift gibt, also so einen Spalt. Und das sind irgendwie so 5 verschiedene Orte, und also wo dieser Spalt irgendwie entlang geht. Und an diesen 5 verschiedenen Orten können wir unsere Elementare ja hinsetzen und mit die quasi die dort beschwören oder Elementare ja aktivieren. Und dabei hat dann quasi jedes Elementar, also jeder Beschwörer, der sozusagen einem Elementar zugeordnet ist, hat dann eine ja, Spezialfähigkeit. Und dann ist es so, dass wir immer gleiche Zahlen oder gleiche Elementare spielen können und die dann entweder auf einen Ort legen oder die an angrenzenden Orten verteilen. Oder wir aktivieren halt mit einer Karte dann die entsprechenden Elementare in der gleichen Farbe oder mit der gleichen Nummer, und dann halt bis zu 3 können wir immer legen oder aktivieren. Und dann ist es so, ja, dass wir dann diese Fähigkeiten quasi aktivieren und dem Gegner dann versuchen, seine Elementare kaputt zu machen oder ja, diese Orte zu kontrollieren. Das heißt, wir möchten eigentlich da Elementare vor diesen Orten liegen haben, wo, und unser Gegner soll da keine Elementare vor diesen Orten liegen haben, damit wir dadurch Punkte generieren. Und ja, man kriegt immer für jeden kontrollierten Ort einen Punkt, wenn man quasi eine bestimmte Aktion macht, während man diese kontrolliert. Und man kriegt für jedes Elementar, was man zerstört, einen Punkt. Und am Ende gewinnt der Spieler, der als erstes 12
ja, Elementen, also Punkte gesammelt hat. Das bedeutet, also hier heißt das Rift Force gesammelt hat. Und genau, und so spielt man quasi so ein kleines taktisches, ja, wie nennt man das, Manöver gegen die, gegen seinen, also gegenseitig irgendwie aus. Und ich fand das ganz, ganz nett gemacht, weil so die Fähigkeiten bieten schon relativ viel taktische Tiefe. Also es gibt sowas wie verschiebe ein Elementar irgendwie zu einem beliebigen Platz und dann mache auf den Elementaren deines Gegners irgendwie einen Schaden und dann immer noch die angrenzenden einen Schaden. Oder es gibt einen, wenn man, der macht irgendwie nur einen Schaden, das ist ganz wenig Schaden, aber wenn man mit dem dann ein Elementar killt, bekommt man anstatt nur einen Rift Force, zwei Rift Force. Oder es gibt einen Elementar, der einfach sehr, sehr viel Schaden macht, aber wenn er selber ja, zerstört wird, dann bekommt der Gegner noch einen zusätzlichen Siegpunkt, also Rift Force. Und ja, so funktioniert das erstmal, dass man am Anfang muss man überhaupt erstmal seine vier Elementare oder vier Beschwörer, die dann den Elementaren zugeordnet sind, einmal ja draften. Das finde ich gar nicht ganz cool, weil so hat man einfach jedes Spiel eine etwas unterschiedlichere Kombination und da gibt es halt auch ja ganz coole Synergien, die man machen kann. Es gibt da, glaube ich, 10 Elementare insgesamt und 8 davon sind immer im Spiel. Also jeder Spieler hat immer 4. Und da ist das Draften halt erstmal schon mal ein bisschen taktisch und dann das Spielen auch. Aber, also so gut auch diese taktische Tiefe des Spiels ist, ich fand es ein bisschen friemelig, diese Karten irgendwie immer hin und her zu schieben. Also es ist so, immer wenn ein Elementar einen Schaden bekommt, und die haben immer unterschiedlich viele Leben, es ist glaube ich 5, 6 und 7 Leben gibt es, dann muss man da so einen Token draufsetzen. Und dann ist es aber so, wenn man mit dem Element, wenn man dann diesen Elementar, der halt schon Schaden bekommen hat, aktiviert, dann kann es sein, dass man den in eine andere Reihe, also auf einen anderen Ort legen muss. Und die sind alle so übereinander gestapelt und dann muss man den da so rausfriemeln. Und dann hat man noch diese Schadenstokens, die man irgendwie da mitkriegen muss und mitnehmen. Und dann muss man den woanders reinfriemeln und die Schadenstokens wieder drauflegen und so. Hat mich ein bisschen genervt. Weiß ich nicht, ob es deswegen vielleicht nicht so super angekommen ist bei mir oder ob es auch, weil es einfach, ja, weiß ich auch nicht. Also es ist vom Spielprinzip eigentlich ganz cool und es bietet taktische Tiefe, was ich auch ganz cool finde, aber es hat irgendwie nicht so richtig gezündet bei mir, weil es einfach nicht so richtig super flüssig war und weil ich immer auch dachte, ja, weiß ich auch gar nicht so genau. Irgendwie schwer zu beschreiben, aber ja, wäre so ein kleines ja, Spiel mal ausprobieren möchte, was so in diese Richtung geht mit ja, Beschwörungen und Elementaren und vielleicht so eine super Basic-Variante von Magic darstellen kann. Der ist hier auf jeden Fall, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Genau. Spiel Nummer 6 ist eigentlich gar kein wirkliches Spiel, sondern ein Buch oder naja, Spielbuch. Und zwar rede ich von Cantaloupe. Cantaloupe ist ein ja, klassisches Point-and-Click, was jetzt quasi als Buch umgesetzt ist. Und ja, also Point-and-Click, wem das nicht sagt, das ist so, ja, also ein paar bekannte Titel aus dem PC-Bereich sind so. Monkey Island, Day of the Tentacle, Edna bricht aus, Deponia, alles Mögliche. Also da gibt es unendlich viele Point-and-Click-Adventures. Und das funktioniert so, man hat einen Charakter, mit dem muss man irgendeine Aufgabe erfüllen. Also der hat irgendein Ziel oder eine Mission oder irgendwie eine Geschichte, die er durchläuft. Und man geht dann von Ort zu Ort und nimmt dort Sachen mit, untersucht Sachen. Kann diese Sachen dann kombinieren miteinander, um dann mit diesen kombinierten Sachen irgendwelche anderen Sachen zu machen oder mit irgendwelchen Personen zu reden oder den Personen irgendwas zu geben und so weiter und so fort. Und dann ja, versucht man da so ein bisschen den Lauf der Geschichte zu durchlaufen. Und ja, also diese Point-and-Clicks sind einfach tatsächlich auch dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach einen sehr, sehr coolen Humor haben. Und dieser Humor, finde ich, ist bei diesem Cantaloupe, also was quasi ja dann das gleiche in Buchform ist, also hier ist es so, man geht von Seite zu Seite und kann dort
in den Seiten sich Sachen angucken und dann liest man dazu die jeweiligen Texte in so einem Codebuch mit so einer Rotfolie und man kann Items in Form von Karten sich zusammensammeln und diese dann kombinieren, dann kriegt man neue Karten und so weiter und so fort und dann gibt es Dialoge mit Personen auf bestimmten Seiten und so weiter. Also ihr müsst das euch, ist quasi ein Point-and-Click-Light, auch von der Länge her. Aber ich finde, der Humor kommt hier tatsächlich ganz genauso rüber wie bei richtigen Point-and-Clicks. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also es hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht, das zu spielen. Ich empfehle das ja vielleicht so für 2 Personen. Also es ist kooperativ dann natürlich. Man macht das zusammen, die Geschichte. Und oder vielleicht auch alleine. Ist vielleicht auch cool. Und wir haben aber herzlich gelacht bei dem Spiel und bei den Texten, die wir dort ja lesen konnten und bei den Lösungen. Und teilweise ist es dann ähnlich absurd wie bei Point and Clicks, was man da so kombinieren kann. Und dann denkt man so, ach ja, okay, macht irgendwie doch Sinn, auch wenn man da ein bisschen bei schmunzeln muss, weil es vielleicht nicht ganz so super realistisch ist, aber irgendwie, ja, also schönes Point and Click, eine schöne Umsetzung. Ich finde, die Grafiken sind echt schön. Es ist halt so typisch, typisch dieses moderne Point and Click gezeichnet. Ich freue mich auch schon, es wird noch eine Fortsetzung hierzu geben. Das ist quasi der erste Teil, das erste Buch von 2. Also vor kurzem bei Lookout-Spiele erschienen. Ich weiß nicht, Autor Friedemann Findeisen. Weiß ich gar nicht, ob der noch andere Dinge gemacht hat. Auf jeden Fall, ja, eine gelungene Sache. Wer denn gerne mal so was ausprobieren möchte, spielbuchmäßig oder Point-and-Click-mäßig und nicht gerade am Rechner sitzen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall dieses Spielbuch, Cantaloupe. Ja, eine runde Sache auf jeden Fall. Spiel Nummer 7 ist Dead Man's Draw. Ein richtig, richtig cooles, kleines Push-Your-Luck-Kartenspiel. Das Spiel ist auch, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, von 2015 oder so. Ich habe es aber irgendwie jetzt gerade entdeckt. Von Mayday Games und erschienen beim Heidelberg Games Verlag. Und ja, in Dead Man's Draw versuchen wir ja möglichst viel Beute einzuholen als Pirat. Und es funktioniert so, es gibt verschiedene Beutearten, also Haken, Oktopus, eine Truhe, einen Schlüssel, eine Kanone, ein Säbel und so weiter und so fort. Und die haben ja jedes Symbol für sich. Die haben dann auch noch eine unterschiedliche Kartenhöhe, irgendwie von 2 bis 7 oder 8 oder so, weiß ich gar nicht so genau. Und dann ziehen wir immer von einem, wenn wir dran sind, können wir vom Nachziehstapel eine Karte aufdecken und müssen dann ihren Effekt ausführen. Also gibt es sowas wie, wenn du einen Oktopus gezogen hast, dann musst du 2 weitere Karten ziehen. Oder es gibt einen Säbel, da darfst du eine Karte vom Gegner dir schnappen aus der Auslage des Gegners, oder es gibt die Truhe, die dann irgendwie kombiniert mit dem Schlüssel dir nochmal die Möglichkeit gibt, weitere Karten zu sammeln, oder die Karte, dann darfst du vom Ablagestapel welche nehmen und so weiter und so fort. Also man hat immer eine Karte, deckt eine Karte auf, aktiviert den Effekt, der da draufsteht, man muss den aktivieren. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man quasi noch eine Karte ziehen und aufdecken und wieder diesen Effekt aktivieren. Oder möchte man die Beute einholen, das heißt alle Karten, die man sozusagen aufgedeckt hat, bei sich in die Auslage legen und dann auf den entsprechenden Stapel dieser Kartenart legen. Und dabei ist es aber so, wenn man in der Mitte eine weitere Karte aufdeckt, darf man nicht das gleiche Symbol nochmal aufdecken. Und wenn man nämlich das gleiche Symbol aufgedeckt hat, dann geht alles unter und die Karten sind verloren und die kommen auf den Ablagestapel. Und ja, das ist dieser typische Push-Your-Luck-Mechanismus. Also will ich das Glück noch ausreizen und noch eine weitere Karte ziehen, die mir dann hilft, irgendwie noch mehr Karten zu kriegen? Oder geht das voll in die Hose und ich habe da irgendwie vielleicht schon 5 Karten aufgedeckt und die 6. Karte, die ich dann aufdecke, ist eine von, hat das gleiche Symbol, da sind alle meine 5 futsch. Dann hätte ich mal lieber irgendwie die 5 Karten gesaved. Und und am Ende zählt dann, wer die meisten, also wenn der Stapel leer gespielt wurde, wer die meisten Punkte hat. Das sind dann immer die Karten des jeweiligen Symbols, die den höchsten Wert haben. Also man sortiert die Stapel immer so nach Höhe, sodass dann auch immer, wenn einem eine Karte weggenommen wird, immer die höchste Karte weggenommen wird. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Push-Your-Luck-Spiel. Gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht kannte. Ich bin ja totaler Fan von Push-Your-Luck.
Quacksalber und Kubitos und so. Kubitos komme ich auch gleich nochmal zu. Genau. Ja, schönes Push-Your-Luck-Spiel, wenn ihr da mal was wollt. Auch nochmal vielen Dank an einen YouTube-Zuschauer, der hatte das in den Comments empfohlen unter meiner Kubitos-Rezension. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe es mir angeguckt und es ist echt richtig cool. Spiel Nummer 8 ist Innovation, was ich euch zeigen möchte. Innovation erschien beim Yellow Verlag für 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahre, 60 Minuten pro Spiel von Karl Tschudyk. Ja, das ist ein Spiel, was ich schon sehr, sehr lange auf meinem Pile of Shame hatte und jetzt endlich mal gespielt habe. Ich habe es mir damals zugelegt, nachdem ich, weiß nicht, vor einem Jahr oder anderthalb oder so, 2 Partien mal gespielt hatte und dann fand ich es eigentlich ganz cool, dann wollte ich das auch haben und dann habe ich es aber irgendwie nie angefasst. Und tatsächlich waren die Partien, die ich jetzt gespielt habe, auch irgendwie gemischt, so vom Feeling her. Es geht darum bei dem Spiel, dass wir eine ja, Zivilisation aufbauen wollen. Und das funktioniert so, dass wir, das ist super schwer zu erklären irgendwie, ich weiß, also es gibt Karten in verschiedenen Zeitaltern und wir müssen uns irgendwie Karten von diesen verschiedenen Zeitaltern schnappen, wenn wir genug Punkte von irgendwelchen anderen Karten, die wir irgendwo untergelegt haben, sammeln. Also ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Auf jeden Fall, das Spielprinzip ist eigentlich, wir haben auch so verschiedene Stapel in verschiedenen Farben, Kartenstapel. Und dann können wir immer die Karten, die wir auf unseren Stapeln oben haben, aktivieren. Und dann funktioniert das so, dass auf diesen Karten immer draufsteht, was gemacht wird. Und dann gibt es verschiedene Dogmen, die man ausruft. Und entweder sind das Dogmen, die alle Spieler am Tisch betreffen, oder es betrifft immer nur also die eigene Person. Und dann wird immer geguckt, wie viele Symbole denn die Spieler haben. Denn es gibt so verschiedene Symbole auf den Karten, wie ja, so Burgen oder so komische Brillen, glaube ich. Und dann wird immer geguckt, wie viele Symbole haben die Leute eigentlich in ihrer Auslage auf ihren Kartenstapeln liegen. Und immer, wenn das so ein gemeinsames Dogma ist, dann profitieren immer alle davon, die gleich viele oder mehr Symbole als der Spieler hat, der das quasi ausgerufen hat. Und wenn das nur so ein eigenes Dogma ist, dann muss man irgendwie mehr die meisten Symbole haben, oder? Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Und ich dachte eigentlich, dass das mega cool ist, weil es gibt so einen Mechanismus, wo man die Karten, das nennt sich hier in der englischen Version splayen kann. Also man kann die Kartenstapel so ja, auffächern. Und dann werden natürlich die Symbole der unteren Karten, wenn man mehrere Karten übereinander liegen hat, ja, sichtbar. Und so vermehrt man dann sozusagen seine Symbole. Und dann, je nachdem, in welche Richtung man die dann so gekippt hat oder gesplayt hat, ist das dann natürlich unterschiedlich effektiv, weil die meisten Symbole sind am unteren Kartenrand. Das heißt, wenn man seine Karten nach oben splayt, hat man deutlich mehr Symbole zur Verfügung, als wenn man seine Karten nach links oder rechts splayt. Und dann gibt es noch ja, so Zusatzaufgaben, wenn man irgendwie alle Kartenstapel in eine Richtung gesplayt hat, dann kann man noch irgendwie sich so ein Zeitalter schnappen und ja. Bisschen schwer zu erklären. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen folgen. Ich hoffe auch, dass die Bilder, die ich einblende, ein bisschen Aufschluss darüber geben, was das für ein Spiel ist. Ich fand es ziemlich cool, weil es einfach hoch interaktiv ist. Man kann andauernd den Mitspielern Karten klauen oder irgendwas gegen die machen, denen irgendwelche Symbole ja, klauen. Also es ist sehr, sehr interaktiv, dadurch, dass diese Dogmen immer für alle gelten. Und das dachte ich, wäre eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie hat es nicht richtig funktioniert. Also ich habe es zu zweit gespielt, ich habe es zu viert gespielt. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht auch noch eine Erweiterung braucht, die es leider zu dieser Version nicht mehr gibt. Und das Spiel ist sowieso irgendwie relativ schwierig zu kriegen, soweit ich weiß. Ja, interessantes Zivilisationsspiel mit einem interessanten Mechanismus, aber ich werde noch nicht so richtig schlau draus. Wollte ich aber euch mal zeigen, dass es auch sowas gibt hier. Habe ich auch, glaube ich, selten irgendwo in irgendwelchen Videos gesehen. Daher, ja, wenn euch sowas interessiert mit so einem Mechanismus und so hochinteraktiv Zivilisationsaufbau, schaut gerne mal rein bei Innovation.
Spiel Nummer 9 ist ein richtiger Klassiker. Ein Fest für Odin von Uwe Rosenberg von Feuerlandspiele. Ja, wer quasi da noch nie was von gehört hat, der sollte jetzt genau aufpassen. Nein, es ist ein wirklicher Klassiker. Wenn man Uwe Rosenberg-Spiele mag und Uwe Rosenberg-Mechanismen kennt, dann weiß man, dieses Spiel vereint ja so gut wie jeden Kernmechanismus von Uwe Rosenberg. Wir haben hier das Worker Placement, wir haben hier die Tiervermehrung und wir haben das Puzzlespiel. Und wir haben hier die Liebe zum Detail, was ja so der Anklang an Realismus angeht, also auch so die Geschichte, die man hier, die hier hinter steckt und mit den ganzen Waren und was auch, also ganz, ganz großartiges Worker-Placement-Spiel, bei dem wir ja nach und nach auf dem Spielfeld unsere kleinen Wikinger setzen. Wir können dann Waren generieren, wir können Waren aufwerten. Wir müssen dann immer ein kleines Fest für Odin veranstalten, indem wir ja eine bestimmte Anzahl von Waren abgeben, die wir dann sozusagen als Festmahl vorbereiten. Wir können dann mit Schiffen auf Entdeckungsreisen gehen, neue Inseln entdecken und dann versuchen wir im Laufe des Spiels ja mit unseren Schätzen und mit unseren Waren, die wir gesammelt haben, unseren Spielplan abzudecken und zu bepuzzeln, um unser Einkommen zu erhöhen, um Minuspunkte wegzumachen, Prämien zu erhalten mit neuen Waren. Und so geht das Spiel dann über 6 bzw. 7 Runden bei einem normal langen Spiel. Und da versuchen wir dann ja möglichst viele Punkte zu generieren mit unseren Waren und mit Tiervermehrung und diesem Puzzlemechanismus. Also es ist für mich quasi, also ich habe damals angefangen mit Agricola von Uwe Rosenberg als Worker Placement und habe dann auch schon so gehört, ja okay, ein Fest für Odin, das muss man sich auch mal angucken. Und tatsächlich ist das einfach nochmal eine Stufe komplizierter und komplexer als Agricola, wie ich finde, alleine dadurch, dass es hier einfach unendlich viele Worker-Placement-Felder gibt. Also man kann hier so viele Felder mit seinen Workern besuchen und ausführen, dass man ja tatsächlich sehr, sehr viele taktische Möglichkeiten hat. Nicht zu vergessen natürlich auch so ein kleiner Kartenmechanismus, der ist nicht so stark wie bei Agricola, aber auch hier gibt es natürlich Karten, die dann ja einem bestimmte Boni geben und ein bisschen ja einen in eine bestimmte Richtung treiben können. Ganz, ganz tolles Spiel mit unfassbar viel Inhalt, unfassbar viel Waren und auch mit so einem kleinen Heft noch extra dazu, wo man dann sozusagen ja den geschichtlichen Bezug zu diesen ganzen Sachen nachlesen kann, in Form, ja, was haben die Wikinger eigentlich mit Flachs gemacht oder mit Fischen und also ganz, ganz toll, mit viel Liebe zum Detail, wie ich finde. Und für mich ist das einfach, ja, tatsächlich, also sicherlich eins der Top 10 Spiele aller Zeiten. Und ja, also ganz, ganz grandios. Wer das noch nicht kennt und wer mal Worker Placement und Puzzlemechanismus ausprobieren will, in etwas komplizierterer und komplexer Art, der kommt ein Fest für Odin nicht vorbei. Schaut es euch an, sage ich euch. Ja, Spiel Nummer 10, das darf nicht fehlen diesen Monat. Das habe ich auch diesen Monat ja wirklich sehr, sehr häufig gespielt und ich habe auch eine Rezension dazu gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr es ein bisschen noch detaillierter haben möchtet, als ich euch das jetzt erzähle. Ist Kubitos von AEG, erschienen bei Pegasus Spiele von John D. Clare. Ein Kennerspiel für 2 bis 4 Spieler und auch wieder ein Push-Your-Luck-Mechanismus. Und für mich ist das tatsächlich die gute Alternative zu Quacksalber von Quedlinburg. Kubitos, wir sind in so einem Würfel-Setting, also die Welt besteht quasi aus Würfeln und wir wollen an diesem großen Cube-Race teilnehmen. Und da gibt es verschiedene Rennstrecken dann im Spiel, die man sich auswählen kann, 4 Rennstrecken. Und dann gibt es noch eine Auswahl von Team-Supportern, die einem dann helfen, das Rennen irgendwie schneller zu gewinnen. Und diese Team-Supporter, das sind 8 verschiedene Würfelsorten, also 8 verschiedenen Farben. Und diese Würfel sind dann immer jeweils einem Team-Supporter, also einer Karte, zugeordnet. Und da kann man dann auch pro Rennen immer variieren, welche Karten man da nehmen möchte. Vergleichbar mit den Rezepten von Quacksalber. Nur, dass
ich finde, dass es hier ein paar mehr Variationsmöglichkeiten gibt. Und dann ja, ist das so ein reines Push-Your-Luck-Racing-Game. Also wir haben unsere Standardwürfel am Anfang, wir würfeln damit und dann können wir uns mit den Treffern, die wir dort erzielen, können wir uns neue Würfel kaufen oder wir können Schritte vorangehen. Und dann müssen wir immer entscheiden, ja, wollen wir weiter würfeln oder wollen wir aufhören und die gewürfelten Würfel, die wir jetzt haben, quasi benutzen. Wenn wir ja nochmal würfeln, aber keinen Treffer erzielen mit den gewürfelten Würfeln und wir aber schon 3 Treffer quasi in diesem Zug gewürfelt haben, dann, ja, dann haben wir quasi so einen Fehlwurf und dann ist quasi alles umsonst gewürfelt. Wir kriegen dann noch so einen Trostpreis auf der Fankurve und ja, und dann müssen wir quasi, ja, haben wir so ein bisschen den Zug verloren und müssen im nächsten Zug einen neuen Anlauf nehmen. Und ja, es ist einfach ein richtig cooles Push-Your-Luck-Spiel mit tollen Effekten. Ich mag einfach dieses auch, es sind so kleine Würfel. Man hat dann einfach so irgendwie 10, 12 kleine Würfel in der Hand und wirft die dann und freut man sich über jedes Symbol, was man da gewürfelt hat, egal wie gut oder schlecht das dann eigentlich ist. Hauptsache, man hat keinen Fehlwurf gewürfelt. Und ja, macht wirklich richtig, richtig Spaß. Ich weiß, dass es bei einigen, die ich kenne, noch nicht so richtig gezündet hat. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel das erste Rennen, was ich auch mit einigen Leuten gespielt habe, ja, ein bisschen langweilig ist, auch von der Teamzusammenstellung her. Aber so ab dem zweiten, dritten Rennen, also es gibt da so vorgeschlagene Sets dann auch, die man dann erstmal ausprobieren kann. Da fand ich, hat das dann so richtig Fahrt aufgenommen und auch so, was am Anfang ist es ein bisschen nicht ganz leicht zu durchblicken, wann man seine Würfel von welcher Zone in welche Zone schiebt, wann man welche Würfel dann wieder verfügbar hat, um sie dann zu würfeln. Da muss man am Anfang ein bisschen gucken. Aber nach dem zweiten, dritten Spiel geht das so schnell in Fleisch und Blut über, dann macht man das so schnell und dann geht so eine Partie auch echt nicht lange. Und man kann dann tatsächlich auch sogar dem Gegner irgendwie noch ja, zugucken, wie er würfelt oder was er so gewürfelt hat, was ich zum Beispiel bei Quacksalber ja sehr, sehr schwierig finde, weil man da doch ja sehr für sich ist und irgendwie sehr auf seine Sachen guckt und relativ wenig guckt, ob der andere jetzt noch irgendwie was aus dem Beutel zieht oder nicht. Das finde ich hier ist ein bisschen cooler, weil man einfach ein bisschen durch diese Würfel hat man irgendwie ein bisschen mehr Freiraum, um auch nach links und rechts zu gucken. Das finde ich einfach ganz schön. Und ja, dann ist es auf jeden Fall auch noch sehr witzig. Es gibt diese Karten, die haben dann immer so Anspielungen an irgendwelche Personen. Also es gibt hier eine Kartenart oder eine Würfelart, das sind immer Biber. Und da gibt es natürlich dann ja witzige Namen zu. Oder es gibt so Saurier, die haben auch alle ziemlich lustige Namen. Irgendwie so Rollosaurus, der kann da besonders weit laufen. Oder ja, also richtig, richtig cool. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich hatte gehofft, dass ich eine Alternative zu Quacksalber finde, die man mal ja in einer lustigen, geselligen Runde auf den Tisch bringen kann. Ist kein ernstes Eurogame. Steht zwar Kennerspiel drauf, aber ich würde eher sagen, es ist ein Familienspiel plus. Ja, schönes Ding. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr Infos wollt, ja, die Rezension. Und ich habe auch noch ein Regelvideo, was ich gerne nochmal verlinke. Könnt ihr auch nochmal reinschauen. Vielleicht kriegt ihr dann noch einen besseren Eindruck. Ja, aber ansonsten, cooles Game. Schaut es euch an. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Das waren wieder ja 10 von den Spielen, die ich letzten Monat gespielt habe, in dieser Gespielt-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, ihr konntet einen kleinen Eindruck von den Spielen ja bekommen. Ich habe jetzt auch mal versucht, ja, es ein bisschen durchzumischen, neue Spiele zu zeigen, aber auch ein paar Klassiker zu zeigen. Ich finde das auch immer ganz cool, wenn ich ja, ein paar Klassiker auf den Tisch bringen kann. Ich finde, man spielt viele Spiele ja sowieso irgendwie ein bisschen zu selten und ich habe mich halt mega gefreut, dass ich auch mal wieder ein Fest für Odin zum Beispiel gespielt habe. Das war richtig, richtig cool, auch wenn ich Haushoch verloren habe, davon abgesehen. Ja, vielleicht war was für euch dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und ich freue mich auch, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen könnt. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Und ansonsten schaut bei mir im Discord vorbei. Könnt ihr mich auch immer gerne anschreiben. Oder ihr guckt auf Instagram vorbei. Da mache ich auch den ein oder andere Brettspiel Foto und ein bisschen Brettspiel-Content. Und ansonsten spielt ordentlich und bleibt weiterhin gesund, haltet durch.
Ich hoffe, das Lockdown-mäßige ist bald vorbei und man kann sich mal wieder in größeren Gruppen treffen. Aber wir müssen wohl noch ein bisschen aushalten und das kriegen wir auch hin. Und auf jeden Fall bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.